Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Mike. Wir spielen Octopath Traveler wieder weiter. Wir sind in der Zielgeraden für die allgemeine Abschlussgeschichte. Wir haben 3 von 4 Lichter haben wir aktiviert. Uns fehlt noch die Flammkirchner Kathedrale, da wo ich nicht hin kann. Stufe 31. Wir müssen hier hin, wir können nicht direkt hin teleportieren. Das heißt, da ist irgendwas schiefgelaufen. Was Grobes. Ich möchte auch hier wieder. Okay. Alle kommen zusammen. It's quiet. Es ist ruhig. Banks ist ruhig, stellt Patizio fest. Aber der Geruch von Menschen liegt in der Luft. Rochette meldet sich zu Wort. Sie haben Angst. Verstecken sich. Es nähert sich jemand, stellt Drohne fest. Ich hätte darauf wetten können, dass sie die Verräterin ist. Mint! Mint! Is that you, Temenos? Bist du das, Temenos? Du pflegst deine Spaziergänge an seltsamen Orten zu nehmen. Aber du hast deine Nase ja schon immer dorthin gesteckt, wo sie nicht hingehören. Okay, das sind die falschen Worte. Eine Bekannte von dir, Temenos? Eigentlich ja, aber irgendwas stimmt hier nicht. Sie spricht nicht so, wie sie sprechen müsste. Okay, sie hat was damit zu tun. Bin mir sehr, sehr sicher. Sie geht dort rein. Soll ich sie wahrscheinlich... Du hast das Offensichtliche verkannt. Der Schatten ist unser steter Begleiter. Temenos hat gut daran getan, ihr nicht zu viel zu verraten. Und immer ein zweites Spiel zur Fuhr zu zeigen. Sie lacht uns aus. Just what are you? Was bei den Göttern bist du? This is an Inquisition. Dies ist eine Inquisition. Wenn du nicht antwortest, dann... Nur ein Tor versucht, sich andere Gewalt zum Gefüge zu machen. Denn Unterdrückte werden irgendwann aufbegehren. Um Menschen wirklich für sich zu gewinnen, muss man sich ihre Herzen und Köpfe untertan machen. Denn Schatten in ihren Herzen lauschen. Das ist die Textzeile. Den Schatten in den Herzen? Menschen sehnen sich nach einem Ort, an den sie gehören. Wenn man ihnen einen solchen Ort schafft, dann wollen sie nie mehr woanders sein. Dann geben sie ihre Herzen und Köpfe freiwillig her. Ihre Herzen und Köpfe? Agnea ist ein bisschen irritiert. Der Mensch ist von Natur aus töricht. Daran ändern sich auch die Jahrhunderte nichts. Woher willst du das wissen, als hättest du so lange gelebt? Hat sie wahrscheinlich auch. Sie lacht uns wieder aus. Ergib dich der stillen Dämmerung nicht. Auch sie kennt das Sacheln. Denn das Licht wird schwinden. Schon bald bricht die Nacht herein. Die Lehren des Mondschattenordens, stellt Timnus fest. Nein, das will ich nicht glauben. Da du so sehr nach der Wahrheit strebst, will ich dir die Augen öffnen. Mein richtiger Name ist Arkanet. Echt? Und da war sie in so einer kleinen Kirche drin? Die ganze Zeit, das macht doch gar keinen Sinn. Warum nicht irgendwo in der Kathedrale? Gut, ich könnte sie besser untertauchen. Ich bin die Anführerin des Mondschattenordens, desselben Ordens, der die Karl massakriert hat. Alles, damit ich die Flamme stehlen konnte. Wie ist das möglich? Das Massaker an den Karl liegt Jahrzehnte zurück und der Mondschattenorden ist sogar noch älter. Ohne erinnert sich. Zurück. Eine alte Frau kann sich durchaus hinter einer jungen Maske verstecken. Dank Caldinas Bemühung ist das Buch der Nacht nun in meinem Besitz. Sie war eine wirklich gefügige Puppe. So sehr, dass sie nicht einmal merkte, dass ihr Erzfeind die Strippen zog. Eben es schnaubt.
Der Pontifex wusste, wer du bist. Und er wollte es mir sagen, doch es wurde verhindert. Ich hatte gehofft, es würde dich stärker schockieren. Ach, wie langweilig. Doch so warst du schon immer. Dein Gesicht, eine ausdruckslose Maske. Aber das ist nebensächlich. Diese Welt endet sowieso bald. Dieser Stab. Einst vor langer Zeit erhielt die Nacht Einlass in diese Welt. Doch einige Nahen trieben sie wieder fort. So etwas wird sich nicht wiederholen. Du hast zahllosen Unschuldigen die Zukunft geraubt. Ach wirklich? Dann solltest du mir danken. Denn diese Welt ist grausam, monströs. Und nicht der kleinste Funke Hoffnung steckt in all dem Elend. Erkennst du das denn nicht? Roy, Pontifex Jörg. Ja, sogar Crick. Sie kennt alle. Sie alle wussten es. Sie hatten die Schönheit eines Morgens erkannt, das niemals kommt. Schweig still. Ich dulde es nicht, dass du ihre Namen mit solch blasphemischen Worten besudelst. Du wirst für deine Sünden büßen, Arkanet. Ich werde dafür sorgen, dass deine verqueren Träume niemals wahr werden. Ja, endlich lässt du deine Maske fallen, Temenos. Sie versucht, auf unsere Schwäche draufzukommen, sag ich jetzt mal. Ich hoffe mal, Tänzer, Kleriker. Wir versuchen mit Kleriker Lichtschlag zu machen. Geht das? Wir geben keine Punkte aus. Sie ist nicht auf Licht anfällig. Das ist jetzt semi-optimal. So, Dieb, versuch mal den GP-Dieb. Ist auf Dolch anfällig? Okay. Nee, ist nicht. Bist du auf Axt anfällig? Mach mal Vergiftung. Sie ist geschwächt. Okay, auf Gift, auf Axt ist sie anfällig. Super. Wir versuchen, Gelehrter zu spielen mit Analyse. Blitz und Kälte. Okay. Danke für die Info. Blitz und Kälte. So, sie holen auch wieder Gegner. Das sind wahrscheinlich Feuer und Licht und so anfällig. Das könnte gehen. Wir machen zwei auf jeden Fall auf alle. Axt bringt uns schon mal nicht viel. Schade. Versuchen wir mit Licht. Wir versuchen mit Licht reinzugehen. Punkte aufheben, Punkte aufheben, Punkte aufheben. Okay, auf Licht sind sie anfällig. Super. Kann Temenos mit reinschlagen. So, GPT. Bitte lass auf Dolch anfällig sein. Jawoll. Super. Temenos sollte jetzt nochmal Analyse auf den Boss ziehen, wobei er sollte eher Licht machen, um schon mal einen wegzuschwächen. Alles, wir schauen, aber wir kriegen das hin. Machen wir Analyse. Erstmal noch. Alles gut. Wir kommen jetzt so nochmal dran. So, Arcanet hat noch Speer einen Schwachpunkt. Bringt es nicht viel, aber passt. 1300 Schaden auf Agni. Sie muss sich auf jeden Fall jetzt um die Heilung kümmern. Entzweier. Hat nicht funktioniert vorhin. Ich könnte Frost spielen. Händlerfähigkeiten. Wir hätten Feuer. Ist vielleicht Feuer eine Option für die Viecher? Okay, wenn sie dort auf... Was gibt's noch? Schatten könnte noch sein. Wind könnte noch sein. Die könnten auf Wind anfällig sein. So, wir gehen auf Runden heilen. Alle Punkte investieren. Runden heilen. Temenos könnte auch noch das Leben von allen hochziehen. Okay. So, Gesundheitspunkte, Dieb. Ich würde gerne die mit zwei Punkten überraschen. Oder ausschalten. Okay. Heißt auch Ausflucht der Nacht. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier nochmal Feuer rein. In die Pflicht, würde ich sagen. Hier mit Feuer rein. Bricht den zweiten. Nächste Runde sind beide, nennen wir Ameisen, weg. Okay. Wir versuchen, nicht Wunden zu heilen, sondern, na, das wäre vielleicht schon nicht schlecht. Bleib du Wunden heilen. Terminus geht auf Schlagkraft, geht auf Schaden. Okay. Wir nehmen den GP-Dieb rein und versuchen hier ein, zwei Dingern umzuschießen. Volle Schlagkraft auf fast 9000 Schaden. Einer ist weg.
Der nächste. Come on. Apotheker. Händler, Apotheker, Frost. Frost mit sich selbst. Wahrscheinlich Blitzschlag als zweiter Boss auch schon. Kann eigentlich nur Wind sein. Könnt nochmal Glut spielen. Ein starker Feuerangriff auf ein Ziel. Und bam. Nur 1700 Schaden. Warum macht das wenig Schaden? Verdammt ich. So, wir machen nochmal Analyse. Das letzte Mal. Dann wissen wir auch die Schwächen von dem hier. Wen? Das war nachvollziehbar. Das wäre von der Tänzerin. Verzauberung. Okay, wir sind verwirrt worden. Nicht gut. Geht schon gut. Geht gut. Geht gut. Alles kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, wir machen Wunden heilen. Aber gerade nicht eigentlich. Wir werden hier mit Lumineszenz weiterarbeiten. So. Ich glaube schon mal Lichtschaden auf alle. Versuch nochmal einen GP-Dieb. Vielleicht reicht es, um das Ding bald umzuschießen. Opfer der Nacht. Okay, ist jetzt geopfert. Für was? Für 2500 Heilung. Das wäre nicht so schlimm. Schon bald bricht die Nacht herein. Okay, sie rezitiert den Vers. Neun Schilde, wir müssen sie unterbrechen. Irgendwie. Wie oft kann ich? Zweimal. Sofort unterbrechen. So schnell es geht. Wir haben nicht viel Zeit. Angriff, nochmal unterbrechen. Hier hoch. Mach die Axt. Spielt sie das schon? Morgenbann. Was ist das hier? 1800 Schaden auf alle. Cassie ist leicht angeschlagen. Lumineszenz. Ich muss die Leute heilen. Hilft nichts. Irgendjemand muss heilen. Okay, wenn das durchkommt, dann kriegen wir einen ziemlichen Hit rein. So, ich würde gerne jetzt anfangen. Kleriker. Wir haben noch üppiger Segen. Mach üppiger Segen mit Verstärkung, alles was geht soweit, auf Kasti. Überheil sie. 9200 Gesamtleben. So, wir können es wieder drauf losziehen. Habe ich irgendwas von Interesse? Ich habe eine Dolch und Stab, das bringt uns nicht viel. Rufen, wir hätten den Händler mit Speer, aber das bringt uns nicht viel. Tänzer, ich habe Tanz und Dolch, bringt uns auch nichts. Wind bringt uns auch nicht viel. Klerik, ich habe nur Licht. Okay, wir machen ein Single-Target-Licht. Gut, dann würde ich sagen, wir halten mit der Axt drauf. Und zwar, solange wir keine Punkte haben, doch Drohne hätte Punkte. Zweimal. So, der Boss bricht jetzt. Apotheker, mach den giftigen Hieb. Vergiften, vergiften, vergiften. Hoch auf 600 Schaden. Okay. Braucht jemand Heilung? Nope. Wir machen Kleriker. Sinnvoller wäre es mit Gelehrter auf Kälte zu gehen oder auf Blitz. 1200 Schaden. Ohne Verstärker. So, wir nehmen alle Punkte, die wir haben, rein. Sie hat keine Punkte. Stille Schritte, alle Säule, Flieger und Fessel. Was haben wir denn noch hier? Dunkle Schleier, verkleiden. Ich kann jemand anders werden. Bringt uns gerade nicht viel. Passt schon. Apotheker. Wir bleiben Apotheker. Giftiger Hieb hier rein. Wir versuchen hier möglichst viel Gift aufzubauen. Drei Runden. Giftiger Hieb. Alles was geht, an Punkte reinsetzen. Fünf Runden Gift. Oh, das geht gut hier mit Gift. Das aufziehen. Wir verstärken. Elementarkreuzfeuer, Magiestärkung, ja. Kleriker. Gelehrter. Ich glaube, dass es durchaus Sinn macht. Mach einen Blitzschlag. Versuch's mit Blitzschlag. Vielleicht bringt's was. 2500 Schaden ist nicht viel. Okay. Agni, mach so viel Schaden wie geht. Auf helliges Licht auf den Gegner. 5600, sie leuchtet schon etwas rötlicher. 1500 Schaden. Herbeirufen der Nacht 8. Okay, sie ist wieder geschützt, oder? Ja. Was ist das denn hier jetzt? Blitzschlag, okay, stopp, Analyse. Auf die Viecher, was seid ihr anfällig? Licht, super, sehr geil. Auf Licht sind die anfällig, das heißt, wir ziehen hier Lumineszenz drüber. Die ganze Zeit Lumineszenz. Bam. Okay, jetzt einfach nur ein locker hochspielen. Giftige Hieb, sie hatte vier Runden noch Gift, sie müsste auch Gift kriegen, wenn sie geschützt ist. Sollte gehen. So, können wir... Ich brauche jetzt sicher einen Speer dafür. Axt könnte gehen. Axt könnte gehen. Versuchen wir mal einen Entzweier. Ne, wir brauchen sicher Speer am Bogen bei der. Und noch irgendeine Magierichtung. Ein giftiger Hieb bringt uns jetzt nicht viel daher. Händler. Sicher Bogen, oder? Sicher Bogen.
Ja. Und das Speer noch? Okay, das war keine Magierichtung, ja? Doch, ich kann mir nicht vorstellen, das wäre zu kurz. Schwert und. Vielleicht Schwert noch, aber. Habe ich noch irgendwas anderes? Hier Bogen. Speer hätte ich noch zum Probieren. Versuch mal Speer. Speer war es auch. Okay, es kommt danach. Schwert kann es nicht sein. Speer, es kann Dolch sein. Aber ich glaube nicht dran. Der Dolch ist für meines Erachtens nicht weg. Dann muss er der sein. Der Stab kommt nach dem Bogen. Okay, wir versuchen hier nochmal mit dem Dieb drauf zu gehen. GP-Dieb. Ist das Dolch? Dolch war es. Okay, super. Wir versuchen die wegzufokussen. Lumineszenz weiterziehen. Ogo, Ogo, Ogo. 89 Schaden. Fokus, Kalia, Fokus. Was ist passiert? Sie hält sich schon wieder hoch hier. Schon bald bricht die Nacht herein. Ich kann das nicht verhindern. Terminus, du wirst was anders machen. Du gehst auf Kleriker, du gehst auf üppiger Segen. Hält den nächsten hoch. Wir versuchen, das Leben hochzuziehen, dass wir das einfach überleben, wenn der seinen Rundumschlag ansetzt. Dabei kommt er nochmal dazu. Nee, er kommt nicht mehr dazu. Kriegt jetzt nochmal Schaden rein. Lumineszenz, bitte. Bam. Okay. Nicht so viel Schaden, der rauskommt, aber... Okay, was soll's. So, hier nochmal... EP-Dolch. Macht auf jeden Fall Sinn. Wir können es so nicht verhindern, dass der Boss jetzt noch aktiv wird oder nicht aktiv wird. Okay, wir werden versuchen, mit dem Apotheker... Nee, mit dem Händler im Glückspfeil anzusetzen. Bam, 5800 Schaden. Das hat nicht gereicht. Morgenbann. 2500 Schaden, alles gut, alles prima. Terminus hält die Gruppe hoch. Terminus mutiert jetzt zum Heiler. Agni, du machst Schaden. Agni ist überheilt, super. Jetzt fehlt nur noch Terminus selber. Auf dich selber heilen, super. Er schlägt N und frei vorher. Ogo, Ogo, Ogo. Okay, der Boss hat die wieder mitgenommen. Das sollte wieder entsperren. Warte mal, Terminus hat eine Fähigkeit, dass er immer die Schilde auch brechen kann, auch wenn er geblockt ist. Da war doch was. Verdammt, da habe ich nicht dran gedacht. Oh Mann, Mist. Wie viele Punkte hat Terminus? GP-Dieb, Apotheker. Kasti hat den Händler. Ja, sie könnte Terminus Punkte zuschieben. Er braucht mehr Punkte. Er braucht mehr Punkte. Apotheker. So, wir versuchen andererseits, egal, giftige Hieb. Wir hauen sie einfach runter. Passt schon. Wir machen mehr Schaden, als wir sie hochheilt hier. Alles gut. Gut. Wir hätten noch Flammengebet. Ich könnte noch die Dinge verbessern. Ach, vergiss Flammengebet. Tänzer. Wind bringt mir nichts. Dolch bringt mir nichts. Licht bringt mir nichts. Stab bringt mir nichts. Heiliges Schild. Wir könnten Magie reflektieren und die das zurückschmeißen. Ich befürchte, Schatten wird sie geheilt. Das ist meine Idee dahinter. Versuch mal heiliges Licht. Ganz mal draufschießen. 630 Schaden ist nicht viel, aber es reicht. Oder wird reichen müssen. Wir gehen einfach so weiter, wie wir gemacht haben. Einfach so weitermachen. Okay. Geh weiter auf. Apotheker. Ich möchte auf jeden Fall mit ihr 3 Punkte erwarten, dass ich ihre Fähigkeit benutzen kann, um alle FPs wieder hochzuziehen. So, mit Kasti meine ich. So, heiliges Licht. Bitteschön. Terminus kann auch nur ein Schild runterziehen. Das ist momentan super schlecht bei ihr. So, zweiter Punkt hat sie nochmal. Nächste Runde geht's weiter. Ich bringe gleich nochmal einen Hit rein. Schauen wir mal. Das wird schon. Nochmal giftige Hieb. 8 Runden Vergiftung. Nochmal 1000 Schaden. So, sie gibt 5000 Leben dazu. Morgenbahn. Okay, 2 Leute bräuchten nochmal eine Heilung. 1500 Schaden, sehr gut. Üppiger Segen auf Kasti. Hält sie wieder hoch. Er zieht auch PPs, ne? Boostpunkte. Wie es aussieht. Natürlich zieht er Boostpunkte. Ich hasse ihn. Kann ich irgendwas machen, um den zu unterbrechen? Nee, kann ich nicht. Ich kann maximal hier... Ja, egal. Mach nochmal Lichtschaden. Passt. Passt, passt. So. Terminus hält gegen. Die anderen halten einfach drauf. Irgendwann fällt sie schon um. So. Auf Drohne. So, 2 Punkte.
Giftiger Hieb, Apotheker. Ja, wir bleiben auf Axt, würde ich sagen. Axt und Gift, das ist super wichtig. 1000 Schaden nochmal. Ohne Verstärker. Angriff. 7 FPs hat das gekostet jetzt. So, sie ist jetzt komplett durchvergiftet, könnte man so sagen. Nochmal. Wir können uns aber keine Punkte zuspielen, das ist schade. Epiker Segen brauche ich nicht mehr. Gelehrter. So. Gelehrter, versuch mal mit Eiswind reinzugehen. Elementarkreuzfeuer. Das wären 3 bis 5 Chance auf Feuer, Eis, Blitz. Es kann auch 3-mal Feuer kommen. Wir versuchen, vielleicht gehen 2 oder 3 Schilde weg. 3 Schilde weg, super. Das war halt eine Glückssache. Es können auch 3-mal eine Fente sein oder eine Niete, so. Ich finde. So, wir schlagen weiter. Kasti kriegt nächste Runde. Kasti kommt nächste Runde vor dem Boss dran. Okay, super. Giftiger Hieb, weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. So, wir haben 2 Punkte. Giftiger Hieb nochmal. Einfach weiter draufhalten. Mondschatten. Okay, 2-mal Schaden bekommen, macht nichts. Sie ist sogar noch über Limit. So, wir gehen hier nochmal auf das hier. Wir brechen sie jetzt mit Drohne durch, würde ich sagen. Die Verteidigung bricht. Giftiger Hieb. Bam. So, jetzt ist es ziemlich vorbei. Nächste Runde ist ja, glaube ich, des Todes. Nochmal Elementarkreuzfeuer. Ganz auf locker. Eigentlich wäre es egal. Volle Punktzahl mit Verstärker. Temenos kann jetzt alle Schilddinger durchschlagen. Elementarkreuzfeuer oder nimmt den Kleriker himmlisches Licht. Brauche alle deine Fähigkeitspunkte und füge allen gegen Lichtschaden zu. Je mehr FPs du verbrauchst, desto stärker wird der Skill. Das ist jetzt schlecht. Okay, er macht das nicht, er macht das nicht, er macht das nicht. Du, nein, stopp. Du machst einen normalen Angriff. Wunden heilen, nee, heiliges Licht. Ganz normal heiliges Licht. Oder mach noch besser, mach Frost. Ich glaube, das macht mehr Schaden. So, Kasti ist jetzt dran. Kasti setzt 3 Punkte rein. In heilende Präparate. Und zwar, wir benutzen, haben schon lange nicht mehr gemacht. Brauchen wir Heilung, wir brauchen keine Heilung, wir brauchen Pflaumenblätter. Das sorgt für 45 FPs für 90. Einmal, zweimal. Ich würde gerne ein mächtiges Blatt spielen, glaube ich. Erhöht den physischen Angriff noch. Okay. Verringert die Wahrscheinlichkeit zum Ziel werden. Nee, läuternd auf keinen Fall. Schützend. Nee, launisch. Nee, doppeltes Blatt. Aber gerade nicht. Streuungsserum für alle und Stärkungsserum für alle. Come on. Temenos investiert jetzt sämtlich seine Punkte, alle die er hat, in den Schlag rein. So, wir verwenden unsere Fähigkeit Giftiger Hieb nochmal. Kriegst du schon irgendwie hin, hoffe ich. Come on. 9500 Schaden. Ich hätte eher Ivers Abrechnung machen sollen, das wäre sinnvoller gewesen. Noch 2 Punkte, nochmal ein Giftiger Hieb. Nochmal 7200. Kasti hat keine Punkte mehr frei, sie geht hier auf jeden Fall auf Giftiger Hieb. So, Agni ist volle Punktzahl. Heiliger Schild, mystischer Stab, das bringt uns nicht viel. Sie könnte FPs regenerieren, das brauchen wir gerade nicht. Tänzer, Vortritt. Wir könnten den Tritt benutzen. Vernichtender Tritt war das. Vernichtender Tritt, bam. Hau ihn rein. Wie viel jetzt? 10.000 Schaden, mehr geht bei ihr nicht. Sie steht am Limit. Und er zieht alles, was er hat, auf ein Ziel. Kleriker, himmlisches Licht. 216 FPs werden verbraucht. Er kann überziehen, soweit ich weiß. Hoffe ich. Ich hoffe, er hat er die Fähigkeit. Hat er die Fähigkeit, über 10.000 Schaden zu machen? Ich weiß es nicht mehr. Er war eigentlich früher der Heiler. Verdammt! Fuck! Ah! Natürlich war früher Heiler. Ach, Mist. Okay. Tanz der Dolche. Auf alle. Tanz der Dolche spielen. Hoffe ich, wir müssen nicht sterben. Bezaubernde Ballade. Feuer wütet unkontrolliert. Ein Schaden bei uns. Okay, was soll er jetzt? Dolch war schon mal nichts. Dann gehen wir hier auf ein Zweier. Axt könnte gehen. Die sind nicht so weit oben. Geht nicht. Dann ist es Speer.
Okay, er hat keine Punkte mehr. Er geht hier auf Kleriker, kann er nicht benutzen, er braucht die 6 Punkte dafür. Er kriegt keine FPs zurück. Mist. Objekte, Mist. Das war so nicht gedacht. War so schön gemeint. Und jetzt habe ich ihm die Fähigkeit nicht gegeben, dass er über 10.000 kommen kann. Na mich. Göttliche Strafe kommt. 6.000 Schaden. Uiuiui. Das war kein Gruppenschlag, bitte. Okay, 3 sind down. Jetzt wird's mühsam. Wir haben Apotheker. Alle Punkte, die wir haben, in der Hand. Kasti muss sofort wieder aufstehen. Nee. Nee. Temenos steht auf. Der Temenos steht auf. Der hat eine Gruppenheilung. 2.300. Temenos kommt als erster dran, nächste Runde. Oh, das ist knapp. Okay. Alle Punkte, die dir zur Verfügung stehen. Kleriker. Wiederbeleben auf alle. 3.000 für alle, außer für Temenos selber. Die müssen weg, verdammt, die müssen weg. Okay, wir haben 2 Heiler, 3 Heiler eigentlich sogar mit. So, Temenos muss die Einzelzielheilung aufrechterhalten. Für die Leute. Komm, kommt noch einer. Ach komm. Jetzt verliere ich auch noch oder was? Agni ist down. Okay, wir sind down. Doch nicht? Okay. Wir brauchen ein Objekt. Es ist Zeit für wilde Aktionen jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt so ein Item brauche. Wir nehmen Gral des Lebens. Belebt wieder. Nee, Gnadenknospe. Ein Verbündeter. Giftflasche. Verführendes Parfüm. Verbotenes Elixier. Auf keinen Fall trinken. Kann ich den Kampf benutzen? Regeneriert bei einem Verbündeten 3 Runden lang durch jede Aktion GPs. Warum jetzt nicht? Zurück zum Start. Wo ist das? Ich muss sowas haben, weil ich alle beleben kann. Olive des Lebens, ML, Olive der Ewigkeit. Alle werden voll wiederbelebt. Wir opfern diese Olive der Ewigkeit. Okay. Passt, wir sind wieder auf der sicheren Seite. Du gehst auf jeden Fall. Jetzt hast du auch wieder ein paar mystische Stab auf die hier. Die müssen weg, möglichst schnell hier. Sie ist noch vergiftet. Sie kriegt noch Parallelschaden. Höllenbombe. So, Kleriker, würde ich sagen. Wunden heilen. Ja, Wunden heilen. Bleib auf Heilung. Egal, was passiert. Oh, verdammt, war das knapp, ey. Boah, verdammt, war das knapp. Okay. So war es ja nicht gedacht jetzt, aber okay. Wir sind das Ziel der Angriffe aktuell. Händlerfähigkeiten. Kann ich irgendwas machen? Drohne ist ziemlich angeschlagen. Heilende Hand auf Drohne. Sie ist voll geheilt. Gut. Temenos muss anfangen, die Leute wieder über Maximum zu ziehen. Ganz schön ein heftiger Kampf hier. So nur ein Zwischenboss, dachte ich. So wie der andere auch. Also ist sicherlich nicht der Endboss. Wir leben in der Hand, wir kommen hier nicht mehr aus dem Stunlock raus, Liebe. Sie ist die Letzte, die drankommt. Ist vielleicht Schwert brauchbar. Versuch's einfach. Nee, schade, ist es nicht. Ist vielleicht GPT brauchbar? Dolch. Nee, ist es nicht. Arg. Ärgern. Okay, 1300 Schaden auf alle. Wundenheim. Wundenheim, bleib auf der Heilung. Wir müssen uns wieder in eine sichere Richtung begeben. So, Kasti könnte sich selber heilen oder sie macht eben Axt. Versuchen wir mal den Zweier. Alle Punkte, die gehen hier rein. Wir müssen die Viecher vorne wegkriegen. Die machen uns kaputt. 3000 Schaden. Kraft der Nacht. Okay, die kriegen eine Schwächung. 2000 Schaden. Nochmal Angriff. Oh, Kasti ist down. Das ist nicht euer Ernst. Was ist denn hier los? Temenos. So, du hast doch hier. Üppiger Segen. Ich kann das nicht bei Toten machen. Ich kann das nur zum Beispiel bei Agni machen. Agnea kommt beim übernächsten Mal dran. Versuch sie hoch zu heilen. So, 3900 Heilung. Bisschen Heilung hat er zurückbekommen. Er heilt sich selber hoch dann. Verzaubern. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Die machen sich einen Gruppenschlag, oder? 1000 Schaden, okay. Passt, er ist wieder frei. So, wir versuchen eine Wiederbelebung.
auf alle. Bin so zögerlich hier, ich müsste mir Ramps machen hier. Üppiger Segen auf Kasti. Mit Verstärkung. Komm, alles was geht. 7200 Leben, passt, sind in relativ sicheren Bereich bei ihr. So, die kommen dreimal dran, was ist die Folge? Okay, Throne lebt noch. Üppiger Segen auf Throne. Sie ist nicht überheilt worden. Mist. Temenos ist fast down. Okay. Heilende Hand auf Temenos spielen. Versuche ihn hochzuziehen. Er hat halt schon richtig viel Leben. Dann kommt Throne dran als nächstes. Gibt's Fähigkeiten. Stehlen. Nicht möglich, nicht möglich. 89%, sie ist fast down. Soll ich es riskieren? Was kann rauskommen? Den Gegenstand, den ich vielleicht nicht brauchen kann. Apotheker. Nee. Wir versuchen jetzt, Apotheker weiter Gift aufzuziehen. Es hilft nichts. Giftige Hiebe auf den Boss. Egal. Ignorieren wir die Viecher. Irgendjemand muss Schaden machen. So. Wir machen weiter Schaden drauf. Versucht, die Leute alle hochzuziehen, damit Temenos die Heilung ansetzen kann. Das ist wichtig. Alles hochziehen, alles hochziehen. Volle Kanne hier. Okay. Wir machen mit Throne, die ist die einzige, die angreifen wird. Die anderen machen nur Heilung. Sternschnuppen. Nochmal Angriff auf uns. Nochmal. Oh ja, wow, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Autsch, 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 autsch. Mal Schaden. Zwei sind down. Super schlecht. Unser Damage-Stil ist weg. Terminus. Uiuiui. So, sollten wir nochmal? Ja, wir sollten nochmal. Ach komm. Das ist gar nicht so der Kampf hier. Litchi bringt uns gerade nicht viel. Olive L. Komplett wieder hochziehen. Da habe ich nur einen, den ich hochziehen kann. Wiederbelebungskraut. Hätte ich nur für einen. Haben wir irgendein Fleisch, was alle wiederbelebt? Bergwurst. GP. GP. Physischer Angriff. Okay. So. Regeneriere EPs. Das brauchen wir alles nicht. Viele FPs. 5 Runden. Physische Verteidigung. Oh, Mann. 4 Runden. Erhöht 3 Runden physisch. Warum kann man das nicht irgendwie schöner sortieren? Man sagt, okay, gib mir Items, die jetzt wiederbeleben können. Das wäre es gewesen. Blindheit, Verwirrungsstaub, Flasche, Fruchtstaub, Sehenstein, Feuerstein, Blitzsehenstein. Wenn ich jetzt wüsste, wie viel Leben er noch hat. Fügt allen Gegnern extrem starken Schaden zu. Ich kann es riskieren. Vielleicht reicht es, dass sie umhauen. Ansonsten kommen wir in Permanent Stunlock rein. Die kommen jetzt viermal dran in Folge. Ich versuch's einfach mal. 4000 Schaden, das ist extrem starker Schaden. Okay, das war's. Wir werden wohl diese Situation hier nochmal spielen. Okay, einer ist weg auf jeden Fall, aber der bringt jetzt Terminus um, sehr sicher. Kommt nochmal dran, ja, das war's. Okay, in diesem Sinne, dann machen wir mal Schluss in diesem Moment. Beim nächsten Mal geht's hier nochmal rein, vielleicht dieses Mal mit dem Krieger. In dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Mike.